Herzlich willkommen bei Niklas 11x12. Heute sehen wir uns den neuen AMD FX 8320 Vishera Prozessor an. Wir haben nun schon so lange darauf gewartet und endlich wurden diese neuen FX CPUs herausgegeben. Diese Prozessoren verwenden immer noch den AM3 Plus Sockel. Also gut, hier ist die Schachtel. Nochmals, es handelt sich hier um einen AMD FX 8 Core Prozessor, eine Black Edition CPU, also kann man diese übertakten. Hier oben steht FX 8320 und hier sind auch ein paar technische Daten. Es sieht danach aus, als ob sich AMD dafür entschieden hat, dieselbe Schachtel wie bei der älteren Generation von FX-CPUs zu verwenden, denn hier steht welterster 8-Core-Desktop-Prozessor. Dieser hier ist das nicht mehr, aber das ist ja nicht so wichtig. Auf dieser Seite erklärt AMD, wie gut dieser Prozessor ist, und hier ist die CPU selbst innerhalb der Schachtel. Auf der Hinterseite ist wie immer eine Beschreibung in verschiedenen Sprachen. Nun, auf der anderen Seite will AMD im Grunde genommen, dass man diese CPU mit einer AMD Radeon HD Grafikkarte und einem AMD Chipsatz der 9er Serie kombiniert. Die Schachtel selbst ist aus Metall und sieht großartig aus und fühlt sich auch so an, falls das eine Rolle spielt. Glaubt mir, das sieht in echt sogar noch besser aus als durch die Kamera. Ich kann nur sagen, gute Arbeit AMD für diese erstaunliche Metallschachtel. Diese ist einfach hervorragend und ich habe noch nie zuvor so eine schicke Schachtel gesehen. Aber jetzt öffnen wir mal diese und sehen uns den Inhalt an. Also gut, hier ist die Anleitung und Garantie. Hier ist der Standardkühler, der mit der CPU mitgeliefert wird und dieser Kühler sieht sehr schick aus. Ich mag das wirklich, dass AMD solche guten Kühler mitliefert und hier sind sogar Wärmerohre. Wärmeleitpaste ist bereits aufgetragen und der Lüfter verwendet einen 4-Pol-Lüftanschluss. Hier ist die CPU mit dem Aufkleber in der Plastikverpackung. Ich nehme diese CPU nun heraus, damit wir ein Auge darauf werfen können. Und hier ist sie nun. Die CPU sieht sehr schick aus und es fühlt sich schon leistungsstärker an. Und wie ich schon vorher gesagt habe, wird noch immer der AM3 Plus Sockel verwendet, sowie auch dieselben Chipsätze. Darum habe ich diesen Prozessor in das ASRock 99FX Extreme 3 Mainboard verbaut und als Kühlung habe ich zum Mitgeliefertem gegriffen. Aber jetzt kommen wir zu den technischen Daten. Der AMD FX 8320 ist ein 8-Core Vishera Prozessor, welcher einen Basistakt von 3,5 GHz und einen Turbotakt von 4,0 GHz hat. Die TDP beläuft sich auf 125 Watt und dies wegen der gleichen alten 32 Nanometer Architektur. 8 MB Level 2 sowohl als auch 8 MB Level 3 Cache werden geboten und diese CPU unterstützt auch Dual Channel DDR3 1866 Speicher problemfrei. In CPU-Z wird der Prozessor problemlos erkannt. Die Spannung ist sehr niedrig, die aktuellsten Instruktionen werden beherrscht und um Strom zu sparen wird die CPU automatisch den Takt im Leerlauf herabsenken, anstatt konstant auf 3,5 GHz zu laufen. Dieser FX-Prozessor ist ein Black Edition, das bedeutet diese CPU hat einen frei wählbaren Multiplikator und somit kann man diese CPU dann sehr leicht übertakten. Als Speicher habe ich 8 GB DDR3 2000 MHz RAM verbaut, aber leider habe ich es nicht geschafft, das Kit auf die gelistete Frequenz laufen zu bekommen, ohne die Plattform zu übertakten. Deswegen betreibe ich dieses Kit auf 1866 MHz, aber 2133 MHz sollten kein Problem darstellen, nur die Lücke dazwischen, also 2000 MHz, wird nicht unterstützt. Aber jetzt kommen wir zu den Benchmarks.
Also die AMD FX 8320 CPU bietet großartige CPU-Leistung für den Preis. Diese CPU ist definitiv auf Augenhöhe mit Intels Core i5 Prozessoren, aber trotzdem, hinsichtlich der rohen CPU-Leistung kann dieser FX-Prozessor noch immer nicht den Core i7 3770K erreichen. Wenn es zum Rendern kommt, fällt der 8320er ein wenig zurück verglichen mit dem Core i5 3570K, aber allumfassend kann die Rendering-Leistung als ziemlich gut bezeichnet werden. Wenn wir zu Spiele kommen, nun, manchmal fällt dieser FX-Prozessor ein wenig zurück, aber ich spreche hier nur von maximal 3 bis 5 FPS. In den meisten Fällen ist die CPU gleich auf mit der Konkurrenz, also fast die gleiche Leistung wird vollbracht, aber nur in Spielen. Die Temperaturen neigen eher zur höheren Seite, aber für den Standardkühler sind 63 Grad Celsius nicht wirklich viel für einen 8-Core. Die AMD FX Vishera CPUs laufen definitiv viel kühler als Intels Ivy Bridge CPUs. Und deswegen hat man hier auch viel Übertaktungsfreiraum. Dieser Prozessor hat einen völlig frei wählbaren Multiplikator und somit ist das Übertakten wirklich leicht und spaßig auf diesem bestimmten Chip. Der AMD FX 8320 macht für mich auch einen sehr stabilen Eindruck und das ist gut. Aber trotzdem hat auch diese CPU eine Schattenseite und die wäre der Stromverbrauch. Wir müssen diesen FX 8320er, wenn es um die Leistung geht, mit dem i5 3570K vergleichen. Und im Leerlauf verbraucht diese FX CPU rund 27% mehr Strom. Wenn die CPU auf Volllast ist, wären das 43% mehr Strom. Und glaubt mir, das ist wirklich viel. Aber trotzdem, falls einem der Stromverbrauch nicht so wichtig ist und wenn man ein AMD-Fan ist, nun, für den Preis erhält man großartige Leistung und AMD hat sich verglichen mit der älteren Generation von FX-Prozessoren definitiv verbessert. Also am Ende muss ich sagen, diese CPU ist für AMD-Enthusiasten gedacht, die großartige Leistung für den Preis erhalten wollen. Man kann diese CPU sehr leicht übertakten und was mir wirklich gut gefällt ist, dass man noch immer sein AM3 Plus Mainboard mit demselben 99FX Chipsatz verwenden kann, da dieser noch immer das gegenwärtige Flaggschiff Chipsatzmodell von AMD bleibt. Der Stromverbrauch ist viel höher verglichen mit den Prozessoren von Intel, aber das ist etwas, das man akzeptieren muss, wenn man diese CPU verwendet. Vorteile wären: großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis, die CPU ist sehr stabil, hat gute Temperaturen, unterstützt hohe Speicherfrequenzen und hat auch einen frei wählbaren Multiplikator und somit wird das Übertakten sehr leicht. Es ist auch gut, dass der AM3 Plus Sockel und der 99FX Chipsatz noch immer verwendet wird. Also wenn man ein Mainboard von der älteren Generation hat, könnte man genauso gut diese CPU einbauen und schon ist man startklar ohne jegliche Limits. Natürlich sollte man nicht vergessen, das BIOS zu aktualisieren. Als Nachteil wäre da eine Sache: der Stromverbrauch ist zu hoch. Aber davon abgesehen ist das eine großartige CPU, vor allem bei solch einem Preis. Ich bewerte diesen Prozessor mit 8 von 10 und würde diesen definitiv für den Preis empfehlen und wenn einem der Stromverbrauch nicht so wichtig ist. Danke fürs Zuschauen und vergesst nicht zu abonnieren.